Moin Leute, willkommen zu Hashtag Gut zu wissen. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt an euren Empfangsgerät, meine Damen und Herren. So, und um welches Thema wird es denn diesmal gehen? Nein, es wird diesmal kein rein politisches Thema. Ja, da. Ja, also heute geht es mal nicht direkt um Politik, sondern um das, was mal die Politik beschlossen hat, nämlich um den neuen Bußgeldbescheid. Der kam ja auch vor 2 Wochen raus, ist aber durch ein anderes Thema oder durch 2 andere Themen hier ein bisschen untergegangen. Für die, die nicht wissen, was ist jetzt neu im neuen Bußgeldbescheid, den erkläre ich das jetzt hier mal im Groben. Ja, ich kann natürlich nicht alles hier aufzählen. Also neu im Bußgeldbescheid sind zum Beispiel folgende Straftaten. Also da wurden manche Preisgelder erhöht. Abstellen im Halteverbot, Halte- oder Parkverbot hat vorher 15 Euro gekostet, jetzt sind es 55 Euro. Also es geht, man merkt, es geht gleich richtig ins Geld. Innerorts 16 oder 20 Stundenkilometer zu schnell fahren, waren vorher 35 Euro, jetzt sind 70 Euro. Unrechtmäßiges Parken auf Behindertenparkplätze, kriege ich gleich so eine Krawatte. Da ich ja selber einen Schwerbehindertenausweis habe und ich sowas eigentlich komplett nicht nachvollziehen kann. Und dann gibt es da manche Leute, die sich noch rausreden wollen mit, ja, das weiß ich doch nicht. Bei Behindertenparkplätzen steht meistens davor ein großes Schild, wo drauf steht, Achtung, Behindertenparkplatz. Ja, also, ja, hat vorher 35 Euro gekostet, das Knöllchen, jetzt sind es 55 Euro. Parken auf amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten finde ich sowieso einen absoluten Dick-Move, wenn man es macht. Ja, denn die Feuerwehr rettet Leben. Und da finde ich das eigentlich ziemlich scheiße, wenn man, ja, ich finde es einfach scheiße, wenn man noch die Zufahrten der Feuerwehr einfach zupackt, weil man da jetzt unbedingt stehen will. Punkt. Ist komplett hirnlos. Die Leute retten, wie gesagt, Leben. Und wahrscheinlich irgendwann auch deins. Also, nimm deine Dreckskarre und stell sie woanders hin. Und wenn es geht, auch nicht auf dem Behindertenparkplatz. Danke. Wenn du halt nicht behindert bist. Hat vorher 55 Euro gekostet, also parken auf einem amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten, Entschuldigung wegen dem Versprecher, hat vorher 55 Euro Strafe gekostet, jetzt sind es 100 Strafe. Parken auf Parkplätze für E-Autos, ja, das ist jetzt ein bisschen neu. E-Autos haben ihre eigenen Parkplätze, da ist auch gleich so eine Ladesäule dran, haben bestimmt einige schon von euch gesehen. Und das kostet jetzt 55 Euro, wenn man halt mit einem Nicht-E-Auto auf so einem Parkplatz steht. Also geht gleich richtig ins Geld. Missbrauch oder Nichtbilden einer Rettungsgasse. Ja, wer sowas tut, der kommt sofort in die Hölle und da kannst du der heilige Papst sein. Bilde Rettungsgassen. Wenn du merkst, es ist ein paar Meter oder Kilometer vor dir, ist ein Unfall passiert und der Rettungswagen muss durch, bilde eine Rettungsgasse. Ja, macht's einfach. Punkt. Ja, kostet jetzt 200 bis 300 Euro plus 1 Monat Fahrverbot. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen noch so ein klein wenig zu gering. Also ich würde sagen, 800 Euro Strafe und 6 Monate Fahrverbot hört sich schon mal nicht schlecht an. Dann würden sich auch viel mehr Leute dran halten. Aber ich finde schon mal 200 bis 300 Euro in 1 Monat Fahrverbot ist ja schon mal ein guter Anfang. Das kann man ja, wie gesagt, mit meinem Vorschlag hier noch ein bisschen ausbauen. Das will ich hiermit sowieso nochmal loslassen. Also was ich hier sage, was zum Beispiel Kritik ist an Personen oder an Gesetzen, ist nur meine persönliche Meinung, ja. Wie gesagt, ihr könnt ja hier in den Kommentaren sachlich bitte eure Meinung ja dazu schreiben. Danke. Und Verursachung von unnötigen Lärm, was für sich, wenn man halt mit lauter Musik halt durch die Gegend ballern muss, was komplett blöd ist manchmal, oder ich finde einfach unangebracht ist. Ja, hat vorher 20 Euro gekostet, kostet jetzt 100 Euro. So, das sind so die groben Sachen aus dem neuen Bußgeldkatalog. Ich muss sagen, obwohl ich es immer gut finde, weil es da vorher keine direkten Strafen gab, war zum Beispiel Missbrauch oder Nichtbilden einer Rettungsgasse. Das wusste ich gar nicht. Das war immer so ein bisschen vor Ort abhängig. Aber wenn man es nicht gemacht hat, dann hat man so ein bisschen Du-Du-Du kassiert und das war's. Ich muss sagen, 200 bis 300 Euro und 1 Monat Fahrverbot, wie gesagt, ist für mich schon mal ein Anfang. Kann man schön ausbauen. Für mich wäre aber eine höhere Strafe ein bisschen besser, weil es dann auch ein bisschen wirksamer wäre. Ja. Entschuldigung dafür nochmal. Und unrechtmäßiges Parken auf Behindertenparkplätze
Also 55 Euro, also vor 35, jetzt 55 Euro. Ich weiß nicht, lieber Gesetzgeber. Also ich hätte es auf 130 Euro erhöht. Einfach, dass es auch mal den Leuten tief in die Tasche geht. Ja, was weiß ich, 130 Euro und 2 Punkte oder zumindest 1 Punkt in Flensburg ist vor allem für jemanden, der gerade Probe macht, nicht gerade sehr geil. Im Gegenteil. Oder Parken auf amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten. 100 Euro Strafe war schon einigermaßen gut. Ich hätte aber persönlich 180 Euro Strafe oder 200 Euro Strafe gar nicht mal so schlecht gefunden. Plus 2 Punkte in Flensburg. Ja, das würde und 1 Monat Fahrverbot. Also, das würde auch mal den letzten Deppen dazu überreden, diese Zufahrten nicht zuzuparken. Es sei denn, es sind die Leute von DPD. Aber das ist was ganz anderes. Ja, das ist so meine Meinung dazu und ich habe euch ja hiermit informiert. Wie gesagt, habt ihr noch Änderungen? Was könnte man noch alles an Bußgeldbescheid erhöhen oder habt ihr ganz andere Vorschläge? Haut sie mir einfach in die Kommentare, ja? Und ja, diesmal nur ein Video, besser gesagt nur ein Thema. Ja, wie gesagt, das hatte ich ja eigentlich schon fürs letzte Mal, wo ich ja über Frau Weidel geredet habe, schon eigentlich vorbereitet. Bloß dann kam die Sache mit Frau Weidel und dann habe ich ja mich noch, bin noch der Geistesblitz gekommen. Ich kann ja hier einen Live-Kanal aufmachen. Ja, da hat das Thema leider nicht mehr so ganz reingepasst. Ist dann leider ein bisschen untergegangen. Dafür entschuldige ich mich nochmal. Und ja, wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche Vorschläge zu dieser Sache habt, haut sie mir in die Kommentare. Aber bitte seid nett, seid lieb. Ja, und keine Beleidigung, weil die brauchen wir hier nicht. Also zumindest nicht auf dieser Plattform. Reicht schon, dass Twitter schon so schlimm ist. Und Facebook. Oh. Gut, und damit möchte ich mich von euch verabscheuen, denn ihr seid die Besten und ich bin euer Hermann. Bis dann, ciao mit O.